Hallöchen, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Growcast. Ich wollte schon wieder Gems of War sagen. Beim letzten Mal hat man den White Wizard getestet, der allerdings nicht so praktisch war. Lass den mal tauschen. Oh, ist er. Bin ich doof? Anscheinend. Da ist er. Und der kommt unten hin. Haben wir nämlich einmal 5% für 6,5 Sekunden mehr Attack Speed. Und hier haben wir für 5 Sekunden mehr Schaden. Nö. Okay, testen wir das mal. Das ist ja immer noch Deck 2, sehr gut. Der Smith ist mit dabei. Aber es könnte sein, dass er einfach hier vielleicht ein bisschen zu schwach sind mittlerweile. 14.000. Ich muss den rechten zuerst aktivieren, damit ich Zeit habe, zum linken zu gehen. Alles gut. Aber der rechte wird zuerst aktiviert. Mehr Schaden und mehr Attack Speed. Ja, okay, das denke ich mal, da wird's jetzt, wird das Ende gekommen sein. Lässt sich nicht vermeiden. Hier schaffe ich es dummerweise nicht mehr. Außer ich kriege jetzt, das ist zu wenig Zeit. Dafür machen die zu viel Schaden. Ich meinte noch einmal den... Oh, nochmal 100.000 Nähe dazu bekommen. Nice. Dann haben wir geschafft. Knapp. Knapp. Mal schauen. 5 Millionen der Mata noch. Das war ziemlich close. Okay. Damit sind wir hier auf jeden Fall an die Grenzen gestoßen. Unseres jetzigen Teams bei 14.000 Waves. Wir haben, ich weiß nicht, bei 8.000 oder 9.000 mal weitergemacht. Auf zu 14.000 Waves ist schon ganz in Ordnung. Dann machen wir hier weiter. Schauen wir mal, wobei ich hier glaube ich mein Deck 1 nein, eigentlich nicht, eigentlich ist es schon ganz okay so. Ich mache ein bisschen wenig Schaden, aber dafür halten wir ein bisschen mehr durch. Wir machen schon ganz gut Schaden, ne? Wenn wir mal durchkommen. Und der Smith ist immer parat. Millionen Leben hat er noch. Sehr schön. Zerstört. 100.000 Leben hatten wir noch. Da haben wir also ein bisschen was. Das ist gerade super, super langweilig. Ich mach mal Dings weiter. Hier vorne. Gucken wir, wie weit wir hier noch kommen. Waves. Achso, hier wollte ich ja warten und ganz entspannt machen, bis die Gegner durchkommen. Kann also ein bisschen länger dauern, die Waves. Aber es macht nichts. Dafür schaffe ich sie. Ich schaffe hier easy. What the fuck? Was denn passiert? Okay. Na, siehst du, da zum Beispiel, da möchte ich halt die Darkneck Poison Venom Kombination behalten. Genau für solche Momente, wenn die halt wirklich durchkommen sollten. Dann würde ich sagen, schaffen wir das heute mal. 28.750, auf geht's. So, Initial Attack, damit wir ein bisschen nach vorne kommen. So, na, langsam, ja, genau, wunderbar. Langsam stoßen wir da vorne.
Ach, siehst du, was ich wegmachen kann, ist der Turret. Der kann dich nicht angreifen. Hier, seht ihr das? Hier sind keine Flugeinheiten, deswegen kann er nicht angreifen. Dann werden wir da gleich nochmal den Dornwurm hinmachen. Für die letzten. Upsala. Für die letzten Waves hier. Schaffen wir auf jeden Fall. Gehe ich mal von aus. Oh, die drücken mich ganz schön zurück, ey. Die drücken mich ganz schön zurück. Leider gehen die nicht wirklich Gold, ne? Die 69 kriege ich halt nur durch Alice oder so. Ich weiß gar nicht, wer das von denen ist. Die hier Gold produzieren und einer von den Magen hat es. Ich habe Zeit. Brauche halt immer nur meine Dark Neck Poison Venom Kombination, um die Gegner zu killen. Die kommen, hauen ganz schön rein, die Gegner, ja. Und wie komme ich da nicht mehr weiter? Okay, schaue ich vielleicht doch nicht. Mal gucken. Aber wir haben schon ganz gut angefangen. Und wie am Ende kamen jetzt so ganz schön viele. Ich habe nur keinen Mana mehr. Aus dem Grund wollte ich keinen Mana benutzen. Oh, komm, Alter, 2,2 Millionen Leben nur noch. Das ist dann nix mehr. Ah, der Dark Neck, der bringt schon ziemlich viel. 1,6 Millionen. Komm schon! Keine Million Leben mehr. Kostet doch gar nicht so viel Mana, ne? Der Zauber vom Dark Neck, interessanterweise. Und das Cooldown merkt man schon. Das merkt man richtig. Dass es kaum Cooldown hat. Oder nicht mehr so viel Cooldown hat durch das eine Item. Oh, 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 oh. Boah, Leute. Das ist nur eine halbe Million Leben. Das kann doch nicht wahr sein. Danke. Danke. Boah, Alter. Da haben sie jetzt ganz schön. Haben sie ganz schön reingehauen, ey. So, er wird mal kurz ausgetauscht gegen. Ja. Uiuiui, ey. Das war ein Kampf gewesen. Deswegen, das Mana möchte ich schon ganz gerne dafür behalten. Ups. 29.000. Auf geht's. So, zum Initialangriff einmal die Kombination. Und jetzt warten wir. Und jetzt kann der Turm halt auch noch mit eingreifen. Kann es sein, dass gegen Ende irgendwie mehr rauskommen? Ja, 10 Millionen Leben hat er noch. Wir müssen mir nur Geduld beweisen. Ah, da kommen sie. Da kommen sie wirklich. Das ist voll ätzend. Oh, ein paar mehr Untote beschwören. Schon wichtig, einige davon zu haben. Damit wir die Gegner angreifen können. Schick. Nächste erledigt. 1000 Waves sind, glaube ich, noch vor uns. Boah, das wird interessant. Das wird interessant, Leute. In der Tat, 1000 Waves sind es noch. So. Ah, die Skelette müssen schon sein. Die machen gut Schaden. Dafür sind die da.
Ja. Die Feuerdinger hauen so rein, ey. Die zerlegen alles. Bam! Zerstört. Cool, cool. Okay, nice. Drei haben wir noch vor uns, Leute. Drei sind es noch. In Anzahl drei. Wir können auch einmal in den Zinn gehen, würde ich sagen. Den einfachen Drachen, wenn man den legendären mal vergleicht. Da hast du viel zu stampfen. Schade. Da waren wir kurz davor gewesen, den Zinn zu töten. Aber nein, ich werde meinen PC irgendwann töten. Für diese beschissenen Kackabstürze jedes Mal, ey. Das kotzt mich sowas von an. Du Haufen Metallschrott. Egal. Er wird hoffentlich gekillt. Bam! Ein Hammer. Wenigstens ein seltener Hammer. Stunt-Chance 9,3%, kritische Settler-Müll. Kann wegmachen. Gut, Leute. Dann kurz kleine Pause. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Grow Castle. Bis dahin. Ciao!